Ja, Momo Beeilen wir Leute, uns. euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Oh yeah. So, wir befinden uns hier gerade auf dem Friedhof und watscheln jetzt einfach mal davon. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Okay, das heißt, das wird ein Blindflug. Das Gute ist, hier liegt irgendwas. Hey, habt ihr das gehört? Nein. Seid ruhig. Klicker? Nein. Warum? Warum Klicker? Naja, im Endeffekt bin ich es ja, der hier im Stress ist, ne? Die hinter mir, meine Kollegen. Denen kann das ja egal sein. Das sah so aus, als hätte er um die Ecke geguckt. Okay. Alte Bauern, die zu Klickern wurden, ich verstehe. Oder sind das Leichen? Könnten auch Leichen sein. Ich will mein Messer nicht verschwenden. Deswegen gucken wir mal, ob wir es so schaffen. Wäre echt nice. War das eine Treppe? Hier ist ein Gang. Oh Gott. Okay. Oh Gott! Nein, komm, ich sterbe. Ich wollte mein Messer nicht verschwenden. Meine Neugier hat mich wieder umgebracht. Es tut mir leid. Ja gut, wir sollten den Molotow mal einsetzen, oder? Ich glaube, wir setzen mal einen Molotow ein. Ich hoffe, das hat's gebracht. Brennet ihr Schweine? Ja, wir müssen Molotow mal wieder einsetzen, weil wir zu viele Rohstoffe haben. So. Mal sehen, was haben wir denn hier? Ist endlich nur eine Ecke, wo wir einen Stein bekommen. Wow. Naja. Schauen wir mal, kommt der jetzt hier hoch? Ernsthaft? Nein, gut. Das ist sehr schön. Das ist schon mal sehr schön. Da sind drei Klicker, ja. Aha, habe ich alle drei erwischt? Nein. Fuck. Alter, es brennt da. Das ist halt verbrennen. Okay. Zumindest einer, der mal gedacht hat, komm, ich brenn mal. Nahkampf bringt nichts. Was ist denn die Aktion? So. Hatte er die Munition dabei? Gut, wieso nicht? Naja, zumindest haben wir mal ein paar Sachen eingesetzt. Man muss ja nicht immer geizen, ne? So. Ah, okay, da sind noch mehr. Na gut. So, vielleicht sollten wir jetzt halt ohne Molotow spielen. Aber wir haben keinen Stein mehr, ne? Keine Flasche. Wir müssen aber kurz was besorgen. Oh, ne Moment doch. Echt gruselig. Findest du, Ellie? Seltsame Blutlache. Okay, wir haben ja gesehen, dass da noch ein Stein ist. Ups. Okay, wir können nicht gleichzeitig ducken und laufen. Den halt nicht. Nur zur Not. Deswegen haben wir die Schrot noch bekommen. Wegen den Klickern. Ist wahrscheinlich. Da ist noch ein Holzstück.
Wir haben aber noch ein Holzstück am Start. Okay, die Tür sieht aus, als könnten wir sie begehen. Da ist allerdings auch noch eine Treppe. Und ich bin hier voll am Schleichen und die hören mich trotzdem. Scheiße, da war ein Blumentopf. Ah, da muss ich auch nochmal hin irgendwie. Genau, lauf hier rum. Währenddessen ich hier kriechen muss wie so ein Idiot. Läufst du hier durch die Gegend oder was? Ah, hier ist nichts oben. Oh oh. Ich will diesen Blumentopf eigentlich haben. Aber wir gehen raus. Geht gerade genau in die Richtung. Das will ich mir nicht erlauben, jetzt zu sterben. Können wir den ganzen Scheiß nämlich nochmal machen. Wo ist der andere Klicker hin? Moment. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten hier leise sein. In diesem Blumentopf. Habe ich gerade Runner gehört? Komme. Bin so gut wie da. Können wir die Tür hinter uns zumachen? Das wäre echt nice. Ganz ruhig. Keine Sorge, ich bin ruhig. Ah, zum Glück haben wir uns die Klicker hinter uns. Ich mag einfach die Runner nicht. Die Runner sind. Ich mag die Klicker einfach nicht. Weil die kacke sind. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, verzieh dich! Ach Gott! Jetzt kommt der Sack auch noch her, oder was? Ja, kaum hol ich die Schrot raus, überlegt er sich's nochmal. Das ist doch nicht sein Ernst. Er blockiert einfach mal den Weg. Ach Mann. Kannst du nicht nach Hause gehen? Hier ist niemand. Danke. Fuck. Okay, dann müssen wir jetzt langsam an ihm vorbeischleichen. Nicht, dass er nochmal wiederkommt. Dann haben wir nämlich ein Problem. So langsam, wie es halt geht. Okay. Die lassen wir mal in Ruhe. Klicker. Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Wir müssen einfach nur aufpassen, dass der Klicker uns nicht kriegt. Dann ist alles gut. War das ein bisschen laut? Wo sind sie alle hin? Ach, die sind noch da. Ach, und das andere. Was zur Hölle war das denn jetzt? Hier ist alles voll. Ach, du Kacke.
Das ist nicht dein Ernst. Okay, wir kriegen das irgendwie hin, Freunde. Schauen wir mal, ne? Ich meine, selbst wenn das ein alternativer Weg da das Gebäude ist, würde ich doch schon irgendwo reingehen wollen. Wenigstens mal gucken. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Ja. Bleib einfach cool. Bleib cool, mein Freund. Ja. Okay, ich weiß nicht. Wir gehen erstmal in die Garage und gucken da rein. Vielleicht finden wir hier irgendwas Schickes. Ist das wirklich explosiv oder bringt es nichts, wenn man das abschießt? Vielleicht hätten wir doch nicht den Molotow jetzt schon einsetzen sollen oder vorhin. Hätte uns hier vielleicht noch helfen können. Egal. Ich wollte es machen, weil wir nämlich zu viel Stuff haben. So, weil wir jetzt gerade hier unsere Ruhe haben. Zumindest einen herstellen. Dämlicher Klicker. Ernsthaft? Wow. Dieser miese Penner, ne? Es ist echt unglaublich. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten! Naja, wenigstens krieg ich die Schrotmuni wieder. Hätte schlimmer sein können. Okay, wir können hier aufs Dach gehen. Was uns das bringt, weiß ich nicht. Vielleicht ist das hier so eine kleine Zuflucht. Oder wir können uns mal umsehen. Die Frage ist, wo wollen wir überhaupt hin? Also, wo ist der Weg, meine ich? Das hier ist höchstwahrscheinlich alternativ, aber da gehen wir trotzdem rein. Ich meine, wir haben genug Munition, wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen. Kann ich denn ernst sein, oder? Wieso duck ich mich überhaupt noch? Na komm. Sehr schön. Den kann ich zusammenschlagen. Schaff mir dieses Arschloch! Gut. So, sind wir jetzt alle wieder Freunde? Sehr schön. Der Zero auf Massacre-Tour, ey. Erzähl, ich hab mich nur ganz kurz gezeigt und da hat er mich schon gesehen. Schon so lange keine, ich glaube, es war ein Runner mehr, dass ich voll vergessen habe, dass die mich sehen können. Naja, für den Fall der Fälle, dass hier noch irgendwas rumfleucht, glaube ich mal geduckt. Ein Fläschchen. Eine sehr auffällige Packung, die wir nicht aufheben können. Und oh, Heilung. Als wäre nie etwas gewesen. Außer dass uns jetzt natürlich Munition fehlt. Aber das ist ja egal. Okay, hier können wir gar nicht hoch. Ah, schöne Alternative. Wir haben ein bisschen was, ja, an Krimskrams gefunden, aber das war's auch. Schade eigentlich. Jo, und damit sind sie eigentlich alle tot. Bis auf die zwei, die da hinten irgendwo sind. Achso, das kennen wir schon. Na gut, dann lassen wir uns mal weitergehen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.
Was los, Ellie? Was meckerst du? Nein, wir sind noch nicht da. Aber hier könnte überall noch etwas rumkräucheln und fleuchen. Deswegen passen wir hier mal wieder ein bisschen auf. Sammeln. Oh. Ganz genau das wollte ich tun. Eine Stachelkeule auf, die total gratis ist. Finde ich sehr gut. Ups. Ah, ich behalte lieber die Flasche, die macht Lärm. Die macht mehr Lärm als so ein Ziegelblock. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall keine Zombies. Das ist schon mal sehr gut. Nice. Habe ich da gerade einen Bogen aufgesammelt? Habe ich einen verbesserten Bogen jetzt? Kann ich das so wie hier sehen? Fertigungszeit brauchen wir nicht. Na gut. Bei der Xbox ist X halt auf der linken Seite. Es tut mir leid. Es verwirrt mich so ein bisschen. Ich muss einmal kurz meine Waffen durchgucken. Ah, hier ist der Bogen. Und die Flinte. Und die Schrotflinte, okay. Die Flinte war vorher oben und jetzt sie links. Naja. Nicht, dass da jetzt eine Falle ist. Oh. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Allein schon Katzentür. Echt nicht schlecht. Das ist eine Einladung für Einbrecher. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Ist das Fenster offen? Wenn das Fenster offen ist, wäre das natürlich genial. Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Wieso sollte man es mir leicht machen? Es sind nur Klicker. Was sollen die schon machen? Wir könnten sie erschießen. Wir haben genug Munition, aber ich mach's nicht. Wenn der sich einen Millimeter bewegt, ich schwör's dir, ich zieh meine Flinte und mach den kaputt. Er macht keine Klickgeräusche, deswegen hört er wahrscheinlich nichts, oder? Er ist ja wie eine Fledermaus. Okay. Das ist wirklich wie eine Fledermaus. Er muss Geräusche machen, um zu gucken, wo jemand ist. Das ist einfach kein Stress. Sollten die sich bewegen, muss ich hier einen erschießen. Wenn ich einen erschieße, dann muss ich alle erschießen. Und wir nehmen erstmal die Flasche hier. Oben ist zu, ne? Oben ist zu. Oh Gott. Liegt doch irgendwas, ne? Und schon bin ich wieder weg. Okay, man muss nur wissen, wie das Ganze funktioniert. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Schrei doch nicht so rum, ich bin noch nicht da. Oh, okay, geschafft. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, Ellie. Warum so wütend? Oh, Ellie. Okay, hier ist noch eine Schublade.
Mal aufmachen. Bin gleich da. Was los, mein Freund? Ein gratis Messer. Oh, Teile. Ja, alles meins. Oh, voll. Da seht ihr mal, wie sehr ich wirklich auf meine Munition achte in diesem Spiel. Meine Munition ist immer voll. Tagebuch, was stand da? Tagebuch eines. Keine Ahnung. Muss ich kurz mal gucken. Tagebuch, wo steht es denn? Hä? Das wird doch Tagebuch eines irgendwas. Ach, Tagebuch eines Jungen. Okay, Tagebuch eines Jungen. Das wollte ich nur wissen. 4. Oktober. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also, mir passt das gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg. Zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher. Und dass der Ausbruch unserer Stadt nicht erreicht. Der Ausbruch? Achso, die Infektion. Ah, ich dachte irgendwie, ist ein Ganova ausgebrochen oder so. Der Ausbruch. Ah. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig. Als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfters. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihn sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. 17. Oktober. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Okay. Das ist jetzt der neues Heim? Hey, hast du kurz Zeit? Was ist los? Nicht jetzt, Dally. Okay. Doch, ich hab Zeit. Mann. Na gut, dann nicht. So, was ist das hier? Ein auffälliges Ding. Achso, das ist Licht. Den Bogen benutzen wir auch gar nicht. Hilf mir hier mal kurz. Kann ich machen, kann ich machen. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Na, das kann ja was werden. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Tja, das sollten wir. Wir werden jetzt so leise sein, dass die Folge zu Ende ist. Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von The Last of Us. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das kann ja noch was werden, den Truck da rauszuholen, beziehungsweise den Bus.
Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.